Meine Küche ist kontrastreich, geprägt von Gewürzen und hat Ecken und Kanten. Und das ist einfach das, was aus den Gästen einfach Spaß macht, weil sie immer so ein bisschen auf die Reise mitgenommen werden. Eine Vision zu geben, wohin die Reise geht, ist notwendig. Dazu die Karotte. Karotte ist das Thema letztendlich jetzt von dem Gericht. Dann haben wir hier Kokant von den Erdnüssen und auch wieder mit Kreuz. Und zwei ganz junge Triebe von frischem Koriander. Also insgesamt ein schöner kleiner Zwischengang, der orientalisch inspiriert ist. Ich finde es auch wichtig, dass nicht zu viele Gerichte zu viele Produkte auf dem Teller sind. Ne? Und das finde ich einfach spannend, dass man die Produkte einfach ein bisschen weiter aufschlüsselt. In Textur, vielleicht auch in Temperaturen und da einfach da auch Reize setzt, ohne dass man zu viel auf dem Teller hat. Was aber wichtig ist, dass man auch in sich ruht, finde ich, für mich jedenfalls. Also wenn man irgendwie immer so in sich zerrissen ist, dann kann man auch nicht den Erfolg haben. Ne? Und dann gibt es auch Phasen, die wirklich schwierig sind, wo Geschäftserfolg einfach sich nicht einstellt und wo man unheimlich viel Energie aufwenden muss, um auch Situationen wieder umzudrehen, um Stimmungen umzudrehen und vor allem dann immer auch entweder ein ganzes Unternehmen oder auf jeden Fall ein ganze Teams. Umzudrehen. Und das ist wirklich, also das kostet unheimlich viel Kraft. Und dann macht es wieder richtig Spaß, wenn man oben ist. Ne? Und man darf oben nicht abheben und man darf unten nicht zerbrechen. Und ich habe beides gesehen. But I know. Yes, I know. Wer zu Hause keinen Räucherofen hat, wie Sie wahrscheinlich auch, da kann man sich einfach auch ganz einfach behelfen. Man nimmt einfach einen großen runden Topf und dann gibt es ja diese runden Kuchengitter, unten Holzspäne rein, dann das Gitter rein, das Ganze entzünden, dann den Fisch draufsetzen und einfach Deckel drauf und dann einfach in dem Rauch, der sich bildet, kalt räuchern. Aber Holzrauch? Also ja, Buchenholzspäne. Ja. Die einfach unten den Topf heiß machen, das Ganze entzünden. Und in dem Moment, wo es dann anfängt, Fisch rein, Deckel drauf, damit nicht die ganze Wohnung stinkt. Aber wir haben einen kleinen Räucherofen, da geht es ein bisschen einfacher. Yes, I know.